Leute, wie cool ist einfach Dänemark? Wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Feuer. Das Meer hat einfach gar kein Ende. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Da sind die Wale! Wir hatten Lust auf Urlaub in Europa und wollten dabei ein für uns neues Land erkunden. Freunde sind in Dänemark und haben gesagt, kommt her, es ist cool hier. Und deswegen erkunden wir in diesem Video mit euch zusammen Dänemark und sagen euch, ob es die nächste coole Sommerdestination für euren Urlaub ist. Los geht's! Leute, wir sind angekommen in Dänemark. Yes! Willkommen in Dänemark, wir sind an unserem ersten Spot angekommen. Und wir haben natürlich richtig Bock, eine Woche jetzt das Land zu erkunden, ein bisschen was zu sehen und einfach Urlaub zu machen. Ja. Ja, los geht's. Los geht's. Wir starten unseren kleinen Dänemark-Roadtrip auf der Insel Fyn. Die erste Insel nach dem Festland, das noch an Deutschland grenzt. Unsere Freunde Mark und Lara sind schon einige Wochen in Dänemark unterwegs und haben einen richtig coolen ersten Stellplatz rausgesucht. Es gibt eine Menge zu entdecken und trotzdem ist der Stellplatz nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Dänemark noch alles so zu bieten hat. Das Schöne am Urlaub in Dänemark ist, dass es einfach super viel zu entdecken gibt. Auf der Hauptinsel Jütland, die zum Beispiel noch mit Deutschland verbunden ist, gibt es im Norden riesengroße Sanddünen direkt am Strand. Im Westen von der Insel kann man Seerobben am Strand sehen. Und hier auf der Insel Fyn kann man Schweinswale entdecken. Und wir wollen die natürlich in diesem Urlaub finden und auch filmen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich ein bisschen in Dänemark auf den ersten Eindruck verliebt. Es ist zwar sehr flach, aber sehr schön. Ist alles super gepflegt und richtig schön angelegt mit Parkanlagen und sowas alles. Wir sind direkt am Meer und wir beobachten gerade die Brücke. Ja, ich denke, wir haben schon Schweinswale gesehen, die gibt es ja angeblich. Aber erster Eindruck, richtig cool. Mega. Dänemark steckt super viel Geld in die Entwicklung und Erhaltung von Freizeitmöglichkeiten im ganzen Land. Insgesamt gibt es hunderte dieser Shelterplätze in Dänemark. Dabei sind das meistens überdachte Plätze, auf denen man mit einem eigenen Schlafsack auch gratis schlafen kann. Oft mit Feuerstellen und weiteren Einrichtungen. Leute, wie cool ist einfach Dänemark? Wir haben jetzt hier eine Feuerstelle, alles gratis. Wir können jetzt hier Abendbrot, alles grillen und chillen. Übelgeil. Übelgeil. Ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Feuer. Das läuft. Aber die Jungs machen das gut. Dänemark überrascht uns echt mit einem absoluten wechselhaften Wetter. Vor 3 Minuten war es sonnig, jetzt kommt es schon wieder runter wie Sau. Also wir haben viel Regen, ab und zu mal Sonnenschein gerade und jetzt fahren wir zur nächsten Stadt. Sieht einfach richtig clean und ordentlich aus hier, wo wir gerade am Hafen langfahren. Irgendwie auch ganz anders als erwartet. Ja. Viel Backstein, viel cleane, schöne Häuser. Wirklich so bunt gemischt von richtig schönen alten Häusern, was so noch nach 100 Jahren alt aussieht und dann daneben ein Glasbau komplett neu gemacht. Auch super abwechslungsreich. Wir haben nichts ahnend einfach geparkt, aber dann... Komm mal rein, da sind die Wale! Ah, hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Da sind die Wale! Oh mein Gott, Leute, da sind die Wale! Ich muss noch mal rauskommen. Tobt der Sturm! Leute, hier gibt es einfach gratis Duschen. Wir haben kein warmes Wasser, aber sie sind for free. Das ist ja mal ultra perfekt. Jetzt fühlen wir uns wieder richtig fresh. Perfekt und jetzt kann es weitergehen. 10 Minuten später und jetzt scheint schon wieder die Sonne. Das ist doch so krass. Dänemark auf jeden Fall im Sommer. Keine Gutwettergarantie. Es ist ein bisschen
abwechslungsreich, könnte man sagen. Aprilwetter, würden wir sagen. Aprilwetter, ja. Man kriegt die Wale einfach nicht auf Kamera. Die waren gerade da und jetzt sind sie wieder weg. Und sobald wir die Kamera rauszücken, sind sie einfach weg. Absolut scheu. Wir saßen ewig in der Bucht, haben das Wasser beobachtet und sind mit der Drohne umhergeflogen. Aber weil es echt kalt war, wollten wir uns gerade auf den Weg zurück ins Auto machen. Oh, warte, warte. Oh mein Gott! Man guckt so einmal kurz ans Wasser und sieht so eine Flosse. So unbeschreiblich. Hier sind ihr Leben einfach Wale. Und überall, egal wo man am Ufer langläuft, man sieht immer einen auftauchen, so kurz eine Sekunde. Ja, das ist so krass. Das sind einfach Wale. Guckt euch den Sonnenschein an. So schön. Ich finde irgendwie, die Städte hier sind so perfekt schön, total ruhig. Die ganzen Streifen, also die ganzen Fahrstreifen sind so sauber weiß. Das sieht total aus wie so eine Stadt in einem Disneyland oder so eine Fake-Stadt. Also es sieht nicht aus, als könnte das echt sein. Es ist einfach zu perfekt. Alle Häuser bunt, die Türen bunt, schöne Fassaden. Wunderschön. Wow. Wir sind gerade auf dem Weg zum nächsten Stellplatz und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber er ist einfach direkt am Meer. Marc und Lara haben den rausgesucht. Hier schlafen wir heute Nacht und es sieht einfach absolut traumhaft aus. Der Sonnenuntergang, das ist einfach genau das, was ich mir von diesem Urlaub erhofft habe. Es ist so schön. Es ist so schön. Mann, ist das schön hier! Mann, ist das schön hier! Gleich gehen wir da ins Wasser. Was? Was? Da ist ein Steg ins Wasser. Siehst du es nicht? Da, die Dänen, da sitzt, die sitzen schon im Wasser. Die Kolplanschen, die Dänen, richtig viel. Das ist für uns Urlaub pur. Flexibel mit dem Auto irgendwo hinfahren, am Meer parken und die Natur genießen. Jonathan hat uns jetzt hier Kaffee gekocht, wie eigentlich immer. Das ist Jonathans Job, während ich überhaupt das hinkriegen muss, aufzustehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich in das Meer hinter uns, kurz planschen. Ich glaube, das wird schon echt kalt, aber es wird echt cool und ich glaube, danach wird man wahrscheinlich mit so Endorphinen überschüttet. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch super dänisch, weil heute früh auf diesem Parkplatz hier waren schon locker 100 verschiedene Leute, die einfach hergekommen sind, ins Wasser gesprungen sind und dann wieder nach Hause gefahren sind. Also, und gestern Abend auch. Teil der Kultur. Alles geht. Oh. Oh nee, das ist eiskalt. Oh. Leute, wir sind jetzt hier einfach in die nächstgrößere Stadt auf der Insel gefahren. Hier gibt es angeblich eine gratis Sauna und ein gratis Hafenbad. Das ist wohl relativ typisch in Dänemark. Also es gibt auf der Hauptinsel auch mehrere gratis Saunen, wo man einfach hingehen kann und halt einfach so lange bleiben kann, wie man möchte. Und das probieren wir jetzt aus. Was sagen wir zu den Hafenbädern hier und zu den Saunen? Sehr, sehr geil. Also einmal geht man hier mit Sachen in die Sauna, das ist anders als in Deutschland. Ja. Aber irgendwie auch ganz angenehm. Und dann kannst du ja einfach in dieses Bad springen und es ist halt komplett umsonst. Du hast einen Locker für dein Handy. Das ist so krass einfach. Also sowas müssten deutsche Städte auch mal machen. Und es ist quasi in der Innenstadt. Also im Sommerurlaub, wenn man schlechtes Wetter hat, ist das eine coole Beschäftigung. Oder wenn man ansonsten Herbst, Frühling, Winter in Dänemark ist, dann auch absolut cool.
wirklich sowas von eine geile Freizeitaktivität. Nach nur 2 Tagen in Dänemark müssen wir sagen, wir haben es bisher richtig genossen. Ja, das Wetter ist ein bisschen wechselhaft, aber dafür sind die Landschaften einfach der Wahnsinn. Das Angebot an gratis Outdoor-Möglichkeiten ist der absolute Wahnsinn. Es ist total einfach, durch das Land zu reisen und es fehlen noch einige Highlights, die wir auf diesem Trip covern möchten. Wir waren nach der Sauna jetzt noch ein bisschen unterwegs und sind hier zu unserem Stellplatz für heute Nacht gefahren. Und wir sind gerade einfach durch das heftigste Zauberland durchgefahren. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen wollte. Es war einfach so unglaublich schöne Landschaft an der Küste lang. Und die Wolken haben sich genau mit der Meeresoberfläche gespiegelt. Es hat einfach ausgesehen, als hätte es kein Ende dort. In die andere Richtung, blaue, pinke Wolken beim Sonnenuntergang. Drunter einfach Nebelschleier über den Weizenfeldern. Es war unfassbar magisch. Und jetzt sind wir hier angekommen. Es ist echt eine Menge los. Wir sind mitten in der Prärie, trotzdem übel viele Camper. Scheint ein beliebter Stellplatz zu sein, aber die Umgebung ist auch einfach traumhaft. Und wir machen jetzt nur noch das Dachzelt auf, dann geht's ins Bett. Wir konnten es uns dann doch nicht ganz nehmen lassen, nochmal abends zum Strand zu gucken. Denn Strände gehören definitiv auch zu den Highlights im Dänemark-Urlaub. Oh mein Gott, Leute, das sieht so schön aus. Das Meer hat einfach gar kein Ende. Das sieht so wild aus. Sieht einfach 1:1 mit dem Horizont in 1 über. Sieht so schön aus. Oh mein Gott. Leute, das ist unser erster Kaffee, den wir gleich am Strand trinken. Und wir gehen hier gerade noch durch diesen grünen Weg. Und im Hintergrund sieht man schon das Meer. Das Die Sonne Blaue. Scheint richtig. Das sieht einfach so unheimlich schön hier aus. Und es ist so versteckt irgendwie. Dänemark zeigt sich endlich von der Sommerseite. Es ist warm, die Jacke kommt aus, es ist sonnig. Wirklich, man spürt einfach so die Kraft von den Sonnenstrahlen im Gesicht. Das Ganze am Strand, ich würde sagen, das ist perfekt hier. Und Meeresrauschen. Und da hinten ist Marc. Marc! So geiles Wetter, ne? Die letzten Tage hat es ja morgens mal geschüttet und jetzt Sonne. Endlich. Wir sind am nächsten Strand angekommen und wie ihr hier vielleicht seht, das ist jetzt nicht so dieser paradiesisch, klassisch, richtig nice Sandstrand. Es ist voll mit Algen und weiter vorne war das Ganze auch relativ steinig. Bisher punktet Dänemark noch nicht so ganz mit den richtig krassen Stränden. Es waren ein paar schöne Strände dabei. Aber weil unsere Freunde Marc und Lara schon 5 Wochen länger in Dänemark sind, haben wir sie mal gefragt, ob das Land denn noch schönere Strände zu bieten hat. Die schönsten Strände Dänemarks hatten wir bis jetzt im Norden und an der Ostküste, der auf den Norden hinzugeht. Da ist nämlich am Festland ist ein wunderschöner Sandstrand, der sich bis in den Norden reinzieht und das war unser absolut Highlight. War der eine 10 von 10? Der war eine 10 von 10, ja wirklich. Wow. Und da liegen wunderschöne Muscheln, also absolut wunderschön. Und stimmt, die man oft so kaufen kann, das sind so große Dinger. Und die sind ganz oft auch menschenleer, also man hat den einfach ganz für sich alleine. Das klingt ja traumhaft, also geht dahin, wenn ihr schon Strände wollt. Wir sind hier wieder an unserem Spot vom Anfang der Woche mit diesem wunderschönen Steg, wo wir baden waren, weil es einfach so, so schön ist hier. Und abschließend müssen wir einfach sagen, Dänemark hat uns unglaublich überrascht. Wir hatten wenig Erwartungen und haben uns auch wenig vorgestellt von dem Land. Aber es ist echt richtig, richtig schön. Es ist total ruhig, entspannt. Die Landschaften sind relativ flach, also es gibt keine Berge. Aber alleine diese Dünen und die Strandabschnitte sind wirklich, wirklich wunderschön. Das Einzige, was wir auf jeden Fall sagen müssen, ist, dass Dänemark nichts für Wärmeliebhaber ist. Also es ist schon kalt. 33 Grad kann man hier wie in Deutschland nicht erwarten. Ich glaube, das ist perfekt für die Menschen, die es nicht ganz so warm im Sommer haben möchten und einfach Sonne brauchen, aber halt eben nicht Hitze. Wir gehören auf jeden Fall nicht dazu. Wir hätten es gerne ein paar Grad wärmer, aber wir glauben, dass Dänemark da auf jeden Fall auch bei einigen Leuten gut punkten kann. Ja. Und es ist hier auch noch nicht so voll. Also es ist noch so ein bisschen Insider-Tipp, weil viele Leute nur durchfahren, wenn sie zum Beispiel nach Schweden wollen. Ja, also overall, gerade zum Campen, wenn man ein Dachzelt hat, wenn man ein Van hat, wenn man auf Campingplätzen möchte, aber auch wenn man gut guckt und sich günstig Airbnbs oder Hotels suchen kann, dann kann Dänemark schon echt ein schönes Urlaubsziel sein. Unsere Empfehlung ist, kommt auf jeden Fall mit dem Auto und reist quer durchs Land, guckt euch ein paar verschiedene Stellen an und genau, lasst euch einfach ein bisschen ohne Plan losräumen. Genau. Okay, heute ist der Tag, an dem wir fahren. Es ist früh morgens um 7, die Sonne strahlt unfassbar und es ist richtig warm. Ciao.
Dänemark.